Ja, also ich denke, es wird heute wieder echt lustig, weil ich habe also kein Problem, da mein Programm heute runterzuspielen. Riesengags zu Schumi und natürlich zu Erich Ribbeck und wahnsinnige Gäste und wirklich echt coolen Typen aus Big Brother. Also Alex und natürlich jede Menge Weiber von Alex, obwohl Alex die Weiber ja alle von mir hat, weil dass ich Weiber hatte, das ist echt der absolute Wahnsinn. Das geht auf keine Kuhhaut. Ne? Und Alex hat die dann. Credo-Angeber, können wir langsam mal? Ich bin noch zum Bumsen verabredet. Und, ja, da komme ich mit. Ja? Ja, sind die alle blond? Weil das, nee, das wäre okay. Bitte ja? Gleich. Sie hören es an der Stimmung hier in unserer bescheidenen Behausung. Köln kommt aus dem Feiern nicht mehr raus. Der erste FC Köln wieder in der ersten Bundesliga. Ja. Und das an einem Abend, und Sie wissen ja, wir zeichnen um 18 Uhr auf in Köln. Wir wissen leider noch nicht, wie Bayern gegen Real gespielt hat. Soll ich einen Tipp riskieren? Bayern gewinnt 2-1. Das würde nicht reichen. Ja? Trotz des Tores von Jeremies gegen Kahn. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ganz anders gekommen. Bayern 5-0. Wer weiß. Nein, hier in Köln, die Zeitung haben geschrieben, FC wieder erstklassig. Ich meine, das muss man abwarten. Zunächst sind sie mal aufgestiegen. Ja? Aber Sie können sich nicht vorstellen, bei uns heute Familienväter, ja, torkelten im FC-Trikot durch die Gänge. Das ist schön, oder? So haben sich unsere Dortmund-Fans aufgeführt, damals vor 20 Jahren, glaube ich. Oder waren es 5? Es war ein großartiges Sportwochenende. Schumi in Barcelona, er hatte Pech. Oder? Weil dieses war ja Boxenstopp, ey. Sie wissen ja, beim ersten Mal hat der Ferrari-Mechaniker aus Versehen das Schild, gib Gas, Schumi, vorne abgelegt. Und beim zweiten Mal ging der Tankrüssel nicht raus. Das kann passieren, oder? Meine Damen. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Ferrari-Boxenteam gesehen habe, dachte ich, hey, guck mal, Schumi fährt jetzt für die Dea-Familie. Ja? Dann da habe ich genau gesagt, Ferrari und so weiter, der Mechaniker ein bisschen sehr locker. Ist das eine Wiederholung vom letzten Jahr? Nein, es war das aktuelle Rennen. Als Faustregel gilt, wenn es beim Losfahren, lieber Schumi, nicht Miau macht, dann war es ein Mechaniker. Ja? Ja. Den Mechaniker trifft, finde ich, keine Schuld. Er kann ja nicht wissen, dass da plötzlich ein Reifen kommt. Wo er steht, fehlt normalerweise bei Ferrari der Hinterreifen. Ja. Schumi hat auch keine Schuld. Es war ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen der Preis für diese bei Ferrari übliche, lockere, südländische, mediterrane Mentalität. Schauen Sie, wir haben die Originalbilder vom Rennen mit dem Originalton, den Sie bei RTL wieder nicht gehört haben. Ah, da kommt er ja. Buongiorno, Signor Schumi. Darf ich es voll, danke, ja? Hm? Genau 10 Marken. Hm? Muss ich gucken, dass ich kommen will. So. Oh, so einen Helm haben Sie da auch. Bis geheiß bei dem Wetter, ne? Hm? So, genau 10 Marken, ne? Muss ich vorsichtig. So, bitte hier, ne? Hm. Dauert ein bisschen. Hm? Naja. So, gleich habe ich. Oh, 10-2 ist zu viel. Naja, egal, ne? So, dann gute Fahrt, ne, Signor Schumi. Gute Fahrt. Tschüss. Also. Schön Party. Trinken wir vielleicht einen Kaffee. Okay. Und dann der zweite Schock.
Sir Erich, ich habe den Erfolg gepachtet, Ribbeck. Hat Uli, ich bin nicht bloß zum Bellufbumbe da, Stille, gell? Uli Stiele gefeuert. Ich finde das hart, den Co-Trainer zu feuern, 5 Wochen vor dem offiziellen Ausscheiden bei der EM. Ja. Und was schreibt die Presse? Stielicke ist ein Bauernopfer. Falsch. Mit Uli Stielicke ist das ganze Schachbrett weg. Ja. Und wer ist der neue Assistent von Erich Ribbeck? Horst Rubesch. Wir Älteren kennen ihn auch als Kopfball-Ungeheuer. Oder viele entscheidende Tore geschossen. Nicht nur beim HSV, auch in der Nationalmannschaft. Und ich finde das schön vom DFB. Denn ich meine, wenn die Spieler schon Mehmet heißen, Darius, Scholtan, dann ist es schön, wenn ein großes, blondes Ungeheuer mit blauen Augen draußen am Linienrand steht. Heute Abend für Sie auf dem Silbertablett aus dem Big Brother Container, Alex! Aus dem Container von Big Brother. Jetzt ist, glaube ich, nur noch drin Jürgen. Dann. Ich kann das doch nicht. Wenn ich es wollen würde, wie früher Stan Laurel, oder? Ah. Und natürlich Sabrina und Psycho-Verena. Mit dem irren Blick. Werde Alex nachfragen, ob wirklich Leute mit Beruhigungsgewehren am Zaun stehen. Wie im Zirkus, hey. Geh mal die Kanüle für Sabrina. Schmerzt nix. Mein zweiter Gast, meine Damen und Herren, Bundesgesundheitsministerin und, so munkelt man, demnächst Bundeskanzlerin, denn Kanzler Schröder möchte aufhören und eine Internetagentur eröffnen. Sie haben es heute vielleicht bei sich in den Zeitungen gelesen. Andrea Fischer! Eine junge Schauspielerin, morgen Abend, sie spielt morgen Abend eine Frau, die ihre 5. Ehe eingeht bei der ARD im Film Die Frau, die alles wusste. Das war der Arbeitstitel und den wirklichen Titel nachher exklusiv bei uns. Eva Haßmann! Hola, ich kann es nachher noch kaum erwarten, bis ich zu Hause bin und das Spiel angucke. Bayern gegen Real. Ich glaube, wenn Jens Jeremy sich heute noch die kleinste Kleinigkeit leistet, ja, dann beißt ihm Olli einfach in den Hals. Hey! Haben Sie heute schon mit Ihrer Frau gesprochen, meine Herren? Ja, trotz Champions League. Wirklich, ein brasilianisches Ehepaar, ich habe es nicht geglaubt, hat seit 1965 kein Wort Schmischmer miteinander gewechselt. Sie wissen, Brasilien spricht Portugiesisch, das ist ja für Chuchu, Chichi. Also, sie unterhalten sich über die Kinder und die Enkel. Sag deine Mutter, dass ich einen Kaffee will. Sag dein Vater, er soll sich selber holen. So reden sie. Ja? Man glaubt es nicht, er hat sich damals des Seitensprungs verdächtigt. Und aus diesem Grund seit 35 Jahren kein einziges Wort. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für uns. Worüber sollen sie unterhalten? Ja? Wer den Müll aus dem Fenster wirft? Ja. Auch für deutsche Männer. Man sagt nicht zur Frau, ne, hol mir Bier, sondern man bedient einfach die Samba-Rassel. Sex hat dieses brasilianische Ehepaar, ist unglaublich. Er gibt dir einen Klaps, wenn er Sex möchte, und er gibt dir einen Klaps, wenn er fertig ist.
Stielecke, meine Damen und Herren. Großer Fehler, Uli Stielecke zu entlassen. Weil wirklich großartiger Spieler gewesen, unter anderem auch bei Real Madrid, die heute Abend ausgeschieden sind gegen die Bayern. Jetzt habe ich mich, glaube ich, für jedes Ergebnis abgesichert, oder? Im Verlauf der Sendung sage ich vielleicht noch, das Elfmeterschießen war ja der Hammer. Ja? Aber Sie wissen, für die Telekom haben vor etwa einem Jahr Uli Stielecke und Erich Ribbeck einen tollen Werbespot gedreht. Und natürlich musste dieser Werbespot jetzt geändert werden. Hier ist die neue Version. Hallo Uli. Hi Erich. Wird denn, dass er bei der EM in der Vorrunde rausfliegt? Ah, du bist so gemein, du Bettnässer. Dir würde ich gerne die dumme Fresse polieren. Guck doch mal aus dem Fenster, du Wichser. Ich kann gerade nicht. Ich sag der Bild, dass du Weiberunterwäsche trägst. Du Sackratte, ich komm runter! Komm, du Arschgesicht! Du Knackwurst, du! Komm doch, du Pimmelskopf! Deutsche Nationalmannschaft. Ein Spaß für alle Gegner. Gestern Abend war es wieder zu sehen. Lebensfreude hier auf dem Kölner Ring in den Straßen. Spontane südländische Lebensfreude. Alte Sklave, der 1. FC Köln hat es geschafft, meine Damen und Herren. Und einer der treusorgenden Familienväter, die heute völlig ausgetickt sind, im Trikot hier zur Arbeit erschien, unser Isaac Newton des Privatfernsehens, Redaktionsleiter Manuel Crazy Andrack. Hallo. Hallo. Im Trikot. Da sehe ich ja ganz groß dieses Pepsi auf dem Trikot. Ist das der Sponsor des FC? Nee, das war der Sponsor 1994. Oh, verstehe. Wer ist es jetzt? VPV. Bitte? VPV ist eine Versicherungsgruppe. Bin ich auch bei versichert, das ist sehr gut. Ja? Ja, sind die so öko-mäßig? VPV. Bei Pepsi, da müssen wir darauf hinweisen, dass es auch Cola gibt und Fanta und Valencina und Apollinaris, um nicht in den Verdacht der Schleichwerbung zu kommen. Ja, das heißt, du hast dir vor 6 Jahren das letzte Trikot gekauft beim FC Köln? Das habe ich geschenkt bekommen. Von Hessler? Erzähl es mir. Ich hab gestern Abend wieder nicht gefunden. Wo wurde dieses Spiel gestern Abend übertragen? Beim DSF. Beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen, live. Ja. Und es war so, dass eigentlich Hannover 96 schon 3-1 geführt hat, ja? Ja. Es war schon alles aus. Ja. Hast du geflucht? Ja, ich habe halt gedacht, dann machen sie es am Sonntag gegen Karlsruhe, klar. Aber ja. Das war dann geil. Karlsruhe steigt ab in die Regionalliga. Ja. Auch bitter. Ja. Und jetzt war das so, lässt sich diese Spannung, was dann passierte, als der FC das Spiel noch gedreht hat, lässt sich das überhaupt in Worte fassen? Ja, also in der 63. Minute fiel das 3-1. Wann war das? In der 63. Schon? Minute. Ich dachte im 65. Im 63. In der 63. Ja. Und das besonders Bittere war, dass der Albaner Lala vorher einen Foul-Elfmeter, einen Handelfmeter... Moment, wie heißt der Albaner? Lala. 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 Wer ist mit Vornamen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Lala. Hat er hinten auf dem Trikot Lala stehen? Ja, Lala. Da ist es nicht oft der Sport von fast rassistisch anmutenden Schmährufen bei Auswärtsspielen? Das weiß ich nicht, ich kenne mich bei Hannover nicht so aus. Aber du fährst doch mit zu Auswärtsspielen? Ja, selten, nach Gladbach, das war's. Oh, morgen kommt hier Fan Peter Rütten, Gladbach-Fan. Ja, hat heute gesagt, morgen sind wir dann aufgestiegen. Also Lala schoss ein Tor. Lala schoss ein Tor und dann schien alles vorbei zu sein, weil es waren ja nur noch 27 Minuten zu spielen. Ja. Aber dann hat in der 67. und 68. durch 2 Kopfbälle FC mit 3-3 gleichgezogen. Und dann ging es in der 80. und 84. auf 5-3. Und also das großartigste Tor war das 4-3 von dem Ihrefelder Jungen Alexander Vogt. Von dem was für ein Jungen? Ehrenfelder Jungen. Ah, das ist ein Kölner Stadtteil. Ja, genau. Ja. Also das ist sozusagen ein eigenes Gewächs. Ja. Das ist besonders wichtig, dass der FC viele Spieler hat, die aus der eigenen Region kommen, wegen der Identifikation. Ganz genau. Wird sich der FC halten in der ersten Liga? Ja, in der ersten Saison spielen sie jetzt um die Meisterschaft mit und dann wird es schwer. Ja, natürlich, klar. Jetzt, wo Leverkusen absteigt. Und, es kommt noch besser. Am Montag.
am Montag hast du gesagt, der FC hätte 3 potenzielle Nationalspieler. Ja. Wer ist das? Vogt, Lottner und irgendwann noch Pröll im Tor. Statt Kahn? Ja, der wird ja auch irgendwann älter. Pröll ist ja noch 21, das gute Torwartalter. Das kommt ja erst noch mit 27, 28. Das ist das gute Torwartalter. Ja, ja, ja. Aha. Und ist der FC schon aufgestiegen oder kann aber schief gehen? Nee, kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Ist definitiv aufgestiegen. Gehst du noch mal ins Stadion in diesem Jahr? Also ich meine, in dieser Saison? Ja, ja, ja. Wer ist der nächste Gegner in Köln? Karlsruhe, am Sonntag. Oh, da müsste ja eigentlich ein zweistelliges Ergebnis zu null werden, oder? Ja, da wird nur gefeiert. Das jetzt ist so, okay. Wo? Gibst du einen Tipp ab für heute Real gegen Bayern? Bayern hat 5-1 gewonnen. Moment, und noch was. Moment. Sie haben es gehört. Crazy Manu sagt 5-1 und jetzt folgendes. Manuel, wer wird deutscher Meister? Leverkusen. Was? Nein, natürlich nicht. Nein. Was mich ganz verunsichert, Bayern München wird selbstverständlich Meister. Warum? Ja, Moment. Weil Leverkusen. Warum? Warum? Weil? Weil Leverkusen ein Scheißclub ist und nicht gegen Frankfurt gewinnen wird am nächsten Samstag. Vielen Dank, meine Damen und Herren, darauf ein Aspirin. Danke, Manuel. Großartig. Oder unser Fan, Manuel Andrack. Es ist soweit, meine Damen. Zu Hause schon bitte mal den Luftbefeuchter anstellen, denn jetzt könnte Sauerstoff knapp werden. Bitte legen Sie Taschentücher zurecht, denn hier kommt der Hengst von RTL 2. Ein Mann, bei dem viele Frauen zum Alten sagen, geh in die Wüste und komm nie wieder, es sei denn, du bringst Alex mit. Am Sonntag aus dem Container entlassen, seither on Tour, heute Abend nach einem tierisch anstrengenden Tag, noch bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Alex! Nimm Platz. Dein liebster Talkshow-Auftritt, ist das heute? Der dritte. Du warst bei Bärbel Schäfer? Zweimal heute. Ja? Heute und morgen gleich mit. Wie, du warst heute zweimal bei Bärbel Schäfer? Einmal, aber ja? Für zwei Tage. Für zwei Tage, ja. Und völlig neues Outfit. Ja, ne? Ja? Sag mal, eine Frage. Kriegt ihr eigentlich die Klamotten bei Big Brother gestellt oder hat da jeder seine Privatklamotten mitgebracht? Jeder seine privaten. Weil ich habe mich gewundert, dieses ungeheure Reservoir an Hüten, ja? und auch diese Brille. Aber wahrscheinlich ist das so natürlich in einer gewissen Altersstufe heute der Trend, wo jeder einfach so eine Brille hat. Aber dieses unglaubliche Reservoir an Kopfbedeckungen, ich habe gedacht, die werfen da ab und zu mal eine Runde rein, ja. Damit das ein bisschen variiert. Ne? Ich muss mich zwischendurch verstecken. Nee. So. Wie fühlst du dich nach zwei Tagen wieder in Freiheit? Ja, wie soll ich das sagen? Also es ist echt stressig im Moment, aber macht Spaß. Und ja. Ich bin froh, dass ich weiter hinter diesem Zaun gucken kann, den wir da hatten. Und ja. Diese paar Quadratmeter Garten waren zwar anfangs ganz nett, aber zum Schluss wurden sie echt eng. Echt? Hat's genervt? Richtig eng. Hat teilweise auch genervt, ja. Ja. Hat Verena genervt? Verena hat nach 2-3 Stunden genervt, ja. Sie ist zwar ganz lieb, aber Aber im Kern ist sie? Ja, sie lacht zu viel und sie lacht über Dinge, die ich nicht immer so witzig fand eigentlich. Aber sie ist einfach ein netter Kerl und irgendwie ganz nett. Und, Das habt ihr ja immer eigentlich doch ganz gut gemacht, auch bei den Situationen dann im Sprechzimmer, wenn nominiert werden musste. Ich mag ihn und mir fällt das wahnsinnig schwer. Ich will... Ja. Geht einem das zum Beispiel? Das geht einem doch tierisch auf den Sack, oder? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Also ich muss sagen, für uns war das eine sehr komplizierte Angelegenheit. Die haben wir uns gar nicht so vorgestellt, dass es so krass werden kann. Und bei manchen fiel es vielleicht leichter und bei manchen war es eben super schwer. Ja. Ja. Und dieses Geheule von John, nervt es? Nein. Ehrlich? Ist ein lieber Junge. Und, John ist ein lieber Junge? Ganz lieber. Ist John schwul? Nein, ist er nicht. Nicht. Wusstet ihr da drin, dass es draußen die Diskussion gab? Ja, kann mir das vorstellen, klar, logisch. Bei seinen Szenen, die er gespielt hat, war es ja auch nicht verkehrt. Also hätte auch sein können, aber er ist es garantiert nicht. Er ist es garantiert nicht. Es wurde ab dem Zeitpunkt, wo Sabrina reinkam, ja, hat es ein bisschen nachgelassen. Und zwar, es wurde dann so ein bisschen albern und ein bisschen sehr viel gekichert und gegaggelt und, weißt du, so auf Wirkung hin.
nach draußen. Das war in Szene setzen. Wir müssen davon vom morgens bis abends in Szene setzen. Und das ist, wie du sagst, ja, also zum Beispiel als Jürgen mal versucht hat, sich dir anzuschließen zum Thema Atomenergie. Oh ja. Das war meine Lieblingsszene. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Wie ist das eigentlich? Ist diese Zeit schon vorbei? So im Container, hast du noch konkret an irgendwas Erinnerung oder sagst du einmal und nie wieder? Ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ja? Ja, klar. Bis 7 Uhr gefeiert, ist das richtig heute Morgen? Gestern oder Montagmorgen, ja, in deiner Kneipe. Mhm. Freibier für alle? Ausgegeben, ja, das ist ja klar, logisch. Ja. Na, Freibier weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich kam irgendwann rein und da war eigentlich alles schon so gelaufen irgendwie. Ja. Voll und ich habe nichts mehr gesehen. Und dann habe ich gelesen, gingst du mit Kerstin nach Hause, stimmt das? Ja, unter anderem auch, ne? Was heißt unter anderem auch? Ging noch mehr mit? Ja, es ging noch mehr mit. Das heißt... Manu, mein Mitbewohner. Dein Mitbewohner? Ja, definitiv. Gallus auch? Nein. Kennst du Gallus? Nee, kenne ich nicht. Gallus ist ein enger Freund von Verena, der bei Percy war. Von Kerstin? Entschuldigung, von Kerstin. Hab war Gallus mit? Nein, Gallus war nicht dabei. Mit. Nein. Du weißt, dass man sich vereinzelt darüber Gedanken gemacht hat, was unter der Decke lief zwischen dir und Verena. Wir haben uns noch Entschuldigung, und Kerstin. Kerstin, mit Verena war doch nichts, oder? Nein. Aber so ein bisschen hat dich dieser irre Blick schon angetört, oder? Ja? Verena, irre Blick? Nee. Ich weiß nicht, welchen Blick du meinst. Also, dieses Wahnsinnige. Ich meine, man hat irgendwie, wenn Sabrina einen Kochtopf aufmacht oder was, hat man das Gefühl... Du meinst ja Sabrinas Blick, aber Verena war ja ein bisschen anders. Aber Verena hatte dieses ständige... Man merkt, dass sie das Ganze ein paar Wochen von außen beobachtet hat und dann immer eigentlich so spielt. Auf der einen Seite ist sie im Container, auf der anderen Seite weiß sie aber natürlich, was in solchen Situationen draußen geredet wird. Das wussten beide. Ja. Wie war das jetzt, als du Oralsex hattest mit Kerstin? Ich muss vielleicht eines dazu sagen. Ich hätte dich das nicht gefragt, wenn Kerstin es hier nicht zugegeben hätte letzte Woche. Garantiert. Nein, wir haben uns einfach nur ein paar Sachen unter der Bettdecke zugeschrieben. Auf die Haut, hast du gesehen? Geschrieben? Ja, wir haben immer so geschrieben. Ja, aber wozu schreibt ohne man sich Kamera. Denn, ja, wozu schreibt man sich denn unter der Decke was auf die Haut? Ja, damit das draußen keiner mitkriegt. Ihr habt doch genügend Papier und so weiter. Nee, hat das man ohne Ende, aber keine Stifte. Wenn das Sabrina hört, oder? Keine Stifte! Krieg mich nicht mehr! So, Alex. Jetzt soll man sagen, wie der Zufall so spielt. Ein guter Bekannter von uns war, wo war der Cluburlaub? La Santa. La Santa, wo ist das? Lanzarote. Alex, meine Damen zu Hause, schauen Sie bitte Alex vor 5 Jahren oder so. 95 war das, ja? Ja, ich glaube, das ist 5 Jahre her. Oh. Hallo. Ich meine, den Knieschoner hätte man nicht vermutet, ne? Nee, das ist so. Der war fürs Beachvolleyball? Genau. Du hast Urlaub gemacht oder warst Animateur? Ich war Teilnehmer einer Aerobic-Convention. Aha. Dann hier, schauen Sie, ganz konsequent gearbeitet. Schauen Sie da vorne, dieser Typ, Lehrer Dr. Specht, der macht schon schlapp. Sehen Sie, der hat schon die Hand, hier so. Und ganz hinten, Alex, noch nicht mal Schweißperlen. Und jetzt, Alex, sehr cool mit ganz langen Haaren und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes muss ich diese Dame hier, mit der er hier fotografiert ist, wechseln. Schauen Sie, lange Haare. Kommt gut, Alex. Ja, mein Vater freut sich, dass er kurze Haare hat. War das deine damalige Lebensgefährtin oder im Club kennengelernt? Im Club kennengelernt. Wie hieß sie? Oh, ich glaube Claudia, wenn mich nicht alles täuscht. Claudia. Auch hier aus dem Rheinischen? Nein, aus dem Osten war sie, glaube ich. Ah! Hm. Und du bist dann ihretwegen nach drüben gezogen? Garantiert nicht. Wie geht's jetzt für dich weiter? Hast du deine Kneipe noch? Ja, die habe ich noch, ja. Ja. Betreibst du die selber? Stehst du da abends wirklich auch hinterm Tresen oder ist es nur so? Im Notfall stehe ich mal hinterm Tresen. Das passt meinem Partner zwar relativ wenig, dass ich so selten dahinter stehe, weil ich eigentlich lieber dann im Büro bin und mich um den Papierkram kümmere. Ja. Und das heißt, das willst du auch weitermachen oder hast du vor, im Showgeschäft ein bisschen Fuß zu fassen?
Also ich weiß nicht, ob ich mich gut genug dafür anstelle oder ob ich gut genug bin überhaupt. Ob ich da tauglich für bin, also keine Ahnung. Ich würde einfach alles probieren und ich würde auch mal alles angehen, was man mir zuträgt und mal gucken, wie ich mich. Aber deine finanzielle Basis ist ja gesichert mit der Kneipe. Ja, ich brauche keine Sorgen zu machen, glaube ich so. Es ist okay. Gut. Alex, ich finde es schade, dass du nicht mehr dabei bist. Ja, im Container, weil es ist, also für mich hat es ja nachgelassen mit Sabrina und so weiter. Es ist jetzt irgendwie mal gut, man wird es hinter sich bringen. Aber die Spannung ist raus. Ja? Meinst du? Ja, finde ich schon. Keine Ahnung. Alles Gute. Danke. Schönen Dank für deinen Besuch. Ja. Noch eine Sekunde. Oh. Das heißt, nee, entschuldige, Alex muss gehen. Ach, ja, tschüss. Alex muss gehen, keine Werbung. Alex, danke dir. Alles Gute. Tschüss. Meine Damen und Herren, gehört der erfolgreichen Powerpartei, die Partei, die bei uns das politische Geschehen dominiert in der Bundesrepublik seit mehr als 20 Jahren, den Grünen, an. Sie ist Bundesgesundheitsministerin und sie ist das jüngste Mitglied im eh schon jungen und dynamischen Kabinett von Gerhard Schröder. Herzlich willkommen, Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer. Ich habe es gerade schon gesagt, als wir uns vorhin kurz begrüßt haben. Das letzte Mal, als Sie bei uns waren, da waren Sie, wie man so offiziell sagen würde, heftig umstritten. Ja, heftig in der Kritik. Da hat man gedacht, mein Gott, schön, dass Sie eine Woche vor Ihrem Rücktritt noch mal vorbeikommt. Ja? Und jetzt ein Erfolg. Die Ärzte tragen Sie auf Händen. Die Gelähmten, die Kranken kommen und sagen, heile mich direkt, dann brauche ich gar keine Kasse mehr. Und so. Ja? Ja. Woher? Ein Traum. Können Sie mal sehen, was ein Besuch bei Ihnen so ausmacht? Ja, wie kommt das, dass sich die Situation so gewandelt hat? Ich meine, es kann doch nicht alles nur an Dr. Kohl liegen. Nein, aber ich glaube, im letzten. Also gut, das waren zwei Sachen. Das eine war, dass das Kabinett jetzt nicht gerade so auf Erfolgskurs war vor einem Jahr. Und das zweite, dass ich mittendrin steckte in dieser ganz umstrittenen Reform. Und ja. Nun ja, am Ende habe ich es gestanden. Und ich glaube, damals haben alle irgendwie noch gedacht, die Kleine kriegen wir irgendwie schon klein. Ich glaube, es sind viele Gegner. Also, natürlich. Ja, ich meine, also ich finde das ja wirklich charmant, wenn Sie jetzt sagen, die lieben mich alle. Aber dit, da muss ich wirklich die deutsche Ärzteschaft vor in Schutz nehmen. Also vor dieser Unterstellung, dass sie mich mögen würden. Das, gut, aber ich meine trotzdem, dass man Ihnen die Rezepte nicht mehr ausfüllen wollte. Und nein, das war ja nie so. Aber ich meine, man liest jetzt durchweg, also sehr, sehr positive Besprechung in ihrer Arbeit, ja, und auch dieses Geschimpfe in Talkshows ist weg auf Sie. Also ja, von diesen Ärztevertretern. Ich bin ein großer Fan der Ärzte. Ich bin ja, gerne ich krank. Ja. Ich bin ständig beim Arzt. Ich denke auch immer dran, wenn ich mit denen auseinandersetze. Wirklich? Ja, dass ich denke, du darfst dir nichts tun. Ja. Und was heißt das jetzt eigentlich? Die Reform ist vom Tisch. Welche? Diese große Gesundheitsreform. Naja, wir haben ja ein Gesetz verabschiedet und da steckt mehr drin, als die meisten, so, weil die sich immer nur auf so ein paar Punkte konzentriert haben, mitgekriegt haben. Da sind auch eine Menge gute Sachen drin, was auch die Ärzteschaft zugeben würde. Und was ist das jetzt, was ich neulich wieder gehört habe? Arzt soll nach Leistung bezahlt werden. Das war wieder so ein Plan. Ja, das war so ein Osterlamm durchs Dorf getrieben. Das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten deswegen schief angekommen und dann finde ich auch zu Recht schief angekommen, weil die gedacht haben, Leistung, also Erfolg gleich Heilung. Und das ist natürlich Quark. Also wir haben wirklich viele Leute mit chronischen Krankheiten. Ja. Da gibt es irgendwie keine Heilung in dem Sinne, sondern da ist die gute ärztliche Leistung, jemanden dabei gut zu begleiten und die Krankheit zu lindern. Und deswegen ist es so plakativ und ist das einfach Unsinn. Ja. Man kann über Qualität nachdenken, da gibt es ein paar Kriterien für. Also dass man das besser messen kann. Aber Erfolg ist nicht gleich Heilung in der Gesundheit. Das ist ja auch was. Es gibt ja keinen mechanistischen. Und ich meine, stellt sich vor, Ihr Arzt, der würde ja irgendwie gar keinen Pfennig kriegen. Meine Ärzteschaft. Meine Ärzteschaft. Legionen. Frau Minister, das hochgradige Spezialistenteam, bei dem ich online verkabelt bin. Ja, ja. Ja, permanent die Daten. Ja, die würden arm an Ihnen, weil Sie kriegt man ja eh nicht gesund. Ich habe schon Untersuchungen gehabt, die können Sie nicht mal bezahlen mit Ihrem Reform. Ja, also die kompliziertesten. Haben Sie schon mal eine Magenspiegelung gehabt? Nein. Noch nie? Nein. Sind Sie sicher? Ja. Also falls das nicht jemand so eine Vollnarkose gemacht hat. Man merkt oft, es wäre ein geselliger Abend mit Parteifreunden, da war es eine Magenspiegelung. Nein, aber
großer Fan. Ja. Zum Beispiel diese ganzen Magenspiegelung, Darmspiegel und so weiter, das ist ja technisch so weit vorne. Und da kann zum Beispiel auch viel geheilt werden. Früh erkannt, ja. Ja? Wenn man nicht zu spät kommt. Ich meine, das muss der Patient wissen. Ja, aber ich meine, was macht ein Arzt mit einem wie ihm, der einfach ein Fan ist und deswegen einfach wiederkommt? Ja, erstmal also, die neuen Geräte ausprobieren. Ja. Ja. Dann, man sagt auch, die jungen Ärzte müssen üben. Ja, kommt ja. Genau. Und wenn ich oft da liege, schon bevor ich in der Narkose sinke, sehe ich junge, attraktive Ärztinnen mit fragenden Augen, die auf das Skalpell starren. Ja? Ja. Und ich sage, üb doch an mir. Ja, ja, das finde ich, anstatt an einem Alten, der sein Leben lang gearbeitet hat. Man hält sie ja immer für einen Zyniker, ne? Aber überhaupt man nicht. Merkt das jetzt so richtig, wie sie diese soziale Ader haben. Finde ich ja gut so. Ja, soziale Ader. Und dankenswerterweise nehmen Sie die in der privaten Krankenversicherung aus. Ja, nicht auf unsere Vorurteile, aha, Vorurteile gegen Privatversicherte. Nein, gar nicht. So, so, ja, haben Sie es gehört? FDP! Ja, aber wie ist das? Ich meine, muss denn nicht ähnlich wie in der Rentenversicherung der Weg dahin gehen, dass der eigene Beitrag sanft erhöht wird? Also ich meine, unser Sozialsystem ist doch eigentlich gar nicht mehr zu finanzieren, oder? Also das haben wir bald jetzt 10 Jahre lang gemacht. Also da sind die Zuzahlungen, was ja nochmal eine Erhöhung des eigenen Beitrags, ja, verdoppelt worden. Also man kann echt nicht sagen, das gäbe es nicht schon. Ich finde, da ist im Moment gerade mal Ende der Fahnenstange. Die Leute haben nach meinem Eindruck eher die Faxe dicke, dass das dauernd steigt. Aha. Und stimmt es, dass man zum Beispiel Venensalbe nicht mehr verschrieben kriegen soll? Was ich mir gerne abends tauscht. Mir tun die Füße weh vom da vorne, ja, rumstehen am Anfang. Ja. Klar, ich Venensalbe habe ich also gern. Nee, kriegen Sie nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr? Das ist ungefähr so wirkungsvoll wie Nivea. Und das kriegen Sie ja auch nicht auf Krankenkasse. Sie wollen doch nicht behaupten, dass Nivea wirkungslos ist. Eine Milliardenklage des Beiersdorf-Konzerns. Ich bin ganz sicher, dass dort auch trotzdem selbst die Hersteller nicht behaupten würden, es sei ein Medikament. Ja, aber es ist toll, ich esse sogar als Brotaufstrich. Wirklich, ja. Wie war der Osterurlaub in der Toskana? Sonnig und laut. Laut, ein Saxophon-Workshop, ist das richtig? Ja, ja, eine Woche lang. Jeden Tag Saxophon spielen. Das heißt auch richtig so Tonleitern üben oder? Na, das erwartet man eigentlich, dass wir es zu Hause gemacht haben. Also, aha, erwartet er so. Aber nein, wir spielen zusammen. Das ist ja der Witz. Die meistens hat man ja zu Hause keine Gelegenheit, da auch noch in Kombos zu spielen. Und da mit 15, 16 Leuten kann man irgendwie eine Menge Quartette, Terzette bilden und mit 16 Leuten ein ganzes gemeinsames Stück machen. Das ist einfach. Ja, das ist natürlich toll. Ich würde mal gerne, wenn Sie mal wieder zu uns kommen, dass Sie vielleicht mal ein kleines Stückchen spielen. Das war auch der Anfang von Bill Clintons großer Karriere. Der richtige Durchbruch. Sie meinen, wenn ich noch wirklich was werden will? Ich bin mir da nicht so sicher, aber das könnte auch das Ende sein. Ja. Das ist der Grund, nein, warum ich immer davor zurückschrecke. Ich glaube, Ihre Karriere in Bonn ist gesichert. Oh, Entschuldigung, in Berlin. Aber Sie sitzen ja noch in Bonn. Ja, aber ich glaube wirklich, unabhängig davon, was mit der Regierung ist, Sie bleiben im Amt. Wirklich. Kanzler gehen. Sagen Sie mir nicht so schrecklich. Kanzler gehen, Minister sein. Das wäre doch grauenhaft. Ja, oder? Ja. Ich habe immer gedacht, Sie würden mich mögen. Und jetzt sagen Sie, ich bleibe ewig dieses Amt. Ich möchte Sie zum Abschluss noch richtig schädigen. Ich finde Andrea Fischer gut. Das ist richtig. Ja? Alles Gute. Vielen Dank für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Frau Ministerin Andrea Fischer, meine Damen und Herren, und gleich Eva Haßmann. Hallo Eva. Wow. Was ist das denn für ein Parfum? Das verrate ich nicht, das ist mein Geheimnis. Das ist dein Geheimnis. Kein Wunder, machst du Männer wahnsinnig. Deine Hochzeit muss ja verschoben werden. Ja. Ja? Ich will vielleicht sagen, du bist sehr jung, du hast einen jüngeren Freund. Ja, das ist fast zu jung. Er ist fast zu jung für dich, ja. ein Melancholiker, ein Autor und Schauspieler, den man aus vielen, vielen Dokumentarfilmen und Problemschreiben kennt. Es ist Otto Walkes. Und warum wurde die Hochzeit verschoben? Warum? Ich habe mir gedacht, ich warte erstmal den Abend ab, wo ich dich treffe, um dann eine Entscheidung zu fällen, weil so früh mich festzunageln, bevor ich diese Chance hatte. Harald! Das hast du aber gut drauf, du kleines Luder! Was ist das für eine junge, erotische, vor Sex fast explodierende Frau, wenn der Partner morgens im Bett als erstes macht? Ah!
Susi. Das frage ich ihn dann auch immer, wenn er sowas macht. Wen siehst du jetzt gerade? Macht er das oft? Willst du meine Hand berühren? Ich habe das Gefühl, dass du so ins Leere hast fallen lassen. Ja. Ich brauche irgendwas Beruhigendes jetzt. Du bist nervös? Ja. Nein, wieso denn? Diese Fragen werden mir so selten gestellt. Diese Fragen? Ja. Nein, wir wollen es doch gleich auf dich beruhen lassen. Und ich möchte dich als nächstes fragen, sag mal, dieser Film. Dieser tolle Film, du spielst. Oh. Du bist aber ein richtiges Tier, sag mal. Dieses Du hast, also du setzt dein Mittel so perfekt und gekonnt ein, ja, findest du nicht? Doch, jetzt machst du ein bisschen einen weiß gar nicht, was du meinst und so, aber dieser Film hat schon wirklich zum Beispiel im Spiegel unter der Rubrik Einschalten, ja, wo meine Sendung zum Beispiel eher selten steht. Und da wurde das sehr, sehr positiv bewertet, der ganze Film. Du spielst eine Frau, in dem Artikel steht, du gehst deine erste Ehe ein, demnächst, mit Otto. Mhm. Soll das noch kommen oder ist es endgültig abgesagt? Ja, sagen wir mal, wir haben es verschoben, war zu viel Presse. Ja, ihr wollt eher still und... Genau, ja? Still und spontan, es passt besser zu uns. Ja, ihr kennt euch ja auch noch nicht so lange. Noch nicht? Oder? Doch. 2 Jahre? Nee, 5. Ihr kennt euch schon 5 Jahre? Ja. Ihr habt euch in einem Kino kennengelernt? Genau. Ja? Da, das war auf einer Premiere, Terence Hill und Bud Spencer, Troublemaker hieß der Film. Echt? Ein Western, wo ich mitgespielt habe und wir saßen zufällig nebeneinander. Ja. Und haben uns da kennengelernt. Genau. Die ersten Gespräche geführt, ohne dass wir uns gegenseitig gesehen haben. Es war sehr dunkel. Ach so. Und wie lange ging das dann, bevor ihr euch auch, sag mal, näher kamt? 1,5 Jahre haben wir gebraucht. Ist das wirklich wahr? Ja. Ich habe das gelesen, aber ist es echt wahr? Oder ja. Man denkt ja doch, diese Medienmenschen, diese Künstler. Man geht irgendwie, während die anderen Popcorn holen können, fällt man unter den Sitz und kommt sie gleich im Pionier. Das ist wirklich so. 1,5 Jahre telefoniert, Briefe geschrieben, Angst gehabt, den anderen zu verletzen, Gefühle und so weiter. Ja, ungefähr so. Ja. Wir haben uns langsam aneinander getastet. Ich verstehe. Ja. Du spielst eine Frau in diesem Film, die 5-mal verheiratet ist und beim 5. Mal heiratet sie wieder den ersten Mann. Jetzt verrätst du ja alles. Ach so, war das die Pointe im Film? Ja. Nein. Wieso? Da steht auch in allen Programmzeitschriften. Echt? Ja, natürlich. Nein, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Doch. Nein. Doch, es steht, es ist die 5. Ehe. Ein okay, Graf. Okay, die 5. Ehe. Ja. Gut. Und was ist diese Frau vom Beruf, die du spielst? Die ist Friseusin. Ja. Und so arbeitet in einem Friseursalon. Arbeitet in einem Salon? Ja, arbeitet in einem Salon und trifft irgendwann den Beschluss, mit ihrer Freundin keine Lust mehr zu haben auf diese Art von Leben. Und die nehmen das ganze Geld, was sie haben, von der Bank und sagen, so, jetzt fliegen wir mal nach Marbella und wollen wir sehen, wen wir da aufreißen können. Montora. Und... Ja, zum Beispiel auch da. Naja, und dann verliebt sie sich halt auch in einen Mann, in Armin Rohde. Armin Rohde spielt den verliebt ersten in Armin Mann. Rohde. Genau, ja. Nein, in den Günther, von Armin Rohde gespielt. Und die Beziehung geht halt nicht lange gut. Sie langweilt sich, sie hat zwar Geld und alles Mögliche, was sie sich eigentlich immer gewünscht hat, aber das befriedigt sie nicht mehr. Und dann geht das halt so weiter. Sie lernt sich quasi so über diese ganzen Männer irgendwann kennen und merkt, was sie will und was sie überhaupt nicht will. Hochbesetzt, der ganze Film, ja. Armin Rohde, dann Christian Berkel, einer der, und wer ist der? Justus von Dohnanyi. Sagt man Dohnanyi? Also wir bei uns in der Arbeitergruppe haben Dohnanyi gesagt, aber ich glaube, man sagt Dohnanyi. Ich sage auch immer Dohnanyi. Dohnanyi, aber eigentlich, also zu Hause, wenn sich die Suppenterrine rein, sagen die bei Dohnanyis zu Hause. Ja. Und wer noch? Wer sind die anderen Männer? Wer ist der vierte? Der vierte, Armin Rohde, Christian Berkel. Christian Berkel, das waren doch schon alle 4. Den 5., das war eine ganz kurze Affäre, den konnte ich nicht behalten. Aber wir werden es sehen im Film. Aber dann macht noch Sabine Wolf mit. Sabine und Wolf. Markus Imboden macht Regie, ja. Das ist ja auch ein Begriff. Sehr. Und wir schauen, ja? Doris Heinz hat das Buch geschrieben. Doris Heinz hat das Buch geschrieben. Doris Heinz, wenn ihr das was sagt. Was kennt man von der sonst? Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Tolle Szene, meine Damen und Herren. Wir schauen uns jetzt einen Ausschnitt an aus dem Film, in dem Eva Haßmann die Hauptrolle spielt. Bitte, Blondine sucht Millionär fürs Leben. Warst du schon mal verheiratet? Nein.
Schon allein, um meinen Zynismus nicht noch mehr zu steigern. Ich schon dreimal. Und? Ertragreich? Weißt du was, ertragreich oder nicht? Keiner von ihnen hat den Müll rausgebracht. Lass uns in ein Hotel gehen. Ich will mit dir schlafen. Der Herr ist zum Du übergegangen. Heißt das, dass du mich jetzt dem Personal zurechnest? Das heißt, für dich breche ich sogar mit der Familientradition. Die möchte ich kleine Grafen zeigen. Gibt es bei euch eigentlich einen standesgemäßen Orgasmus? Orgasmus? Wieso? Ich habe keinen gehabt. Wie? Was war das denn? Ein Malaria-Anfall? Ist man bei solchen Szenen wirklich völlig nackt? In dieser Szene war ich, ich war nicht ganz nackt. Ich hatte obenrum was an. Ja? Doch, ziemlich nackt. Das muss ich sagen, diese Szene war wirklich sehr extrem, weil ich habe den Christian Berkel, sagen wir, 20 Minuten vor Drehbeginn das erste Mal die Hand geschüttelt und habe gesagt, guten Tag, also ich bin Eva. Und er sagt, ja, und ich bin Sebastian. Und okay, wir sehen uns dann gleich im Bett wieder. Und es war schon sehr strange. Wir haben das Ganze morgens um 8 gedreht und diese Bettszene. Und das ist dann schon sehr merkwürdig. Also wenn man sowas schon, man macht es ja sowieso sehr automatisch. Aber wenn man denjenigen, der dann auch noch über einem liegt, noch nicht mal kennt. Ja. Mein Gott. Ja, Eva, alles Gute. Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Grüße an den Meister. Ja. Eva Hasmann, bis morgen. Tschüss. Du kannst jetzt...